Sie können wieder lachen. Die 12 Jugendlichen und ihr Fußballtrainer. Der Auftritt der Gruppe ist auf allen Sendern des Landes zu sehen. Die Fragen stellen zwei ausgesuchte Moderatoren. Die Jungs erzählen, dass sie kein Essen und Trinken dabei gehabt haben, als sie in die Höhle geklettert waren. Nur Taschenlampen hatten sie eingepackt. Wir haben eine Stelle entdeckt, an der Wasser von den Wänden lief. Dort konnten wir uns versorgen. Dort haben wir auch einen Platz gefunden, an dem wir bleiben konnten. Mehr als 2 Wochen saßen sie fest. Die meisten hatten Angst, nie wieder herauszufinden. Als die ersten Rettungsteams zu den Jugendlichen vordrangen, war das für die Eingeschlossenen wie ein kleines Wunder. Es war Abend, als wir Stimmen hörten. Unser Trainer sagte, wir sollen leise sein, da seien Stimmen in der Höhle. Wir wussten nicht, ob es Realität oder Einbildung ist. Wir waren alle ganz still und hörten in die Dunkelheit. Dort hörten wir die Stimmen unserer Retter. Für die Jungs geht es jetzt nach Hause und bald wieder in die Schule. Zumindest körperlich haben sie die Strapazen gut überstanden. Am Ende dieses Auftrittes erinnerten sie an den Taucher, der beim Versuch, sie zu retten, ums Leben kam.